suckers have a great self-perception. Dann begrüßen wir hier Dr. Matthias Mende. Danke, dass du hierher gekommen bist. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja, ja. Du warst 12 Jahre im Vorstand der Internationalen Hypnosegesellschaft. Du warst Präsident der Europäischen Hypnosegesellschaft. Mhm. Bist national in Österreich, auch international immer sehr aktiv gewesen und weißt, was im hypnotherapeutischen Feld läuft. Die Frage, die ich an dich habe, wir haben hier eine Tagung, Teiletherapie-Tagung mit Schwerpunkt Traumatherapie. Was kann die Hypnotherapie, was kann die Hypnose zur Traumatherapie beitragen? Zunächst mal, ein Trauma besteht ja darin, dass etwas, eine womöglich existenzbedrohliche Erfahrung gemacht worden ist, mit Hilflosigkeit, Zerrüttung des Weltverständnisses, mit der Folge unter anderem einer chronisch erhöhten inneren Aktivierung, einer chronisch erhöhten Wachsamkeit, Alertheit, Vigilanz, die sehr strapaziös ist und die viele andere Dinge behindert. Der erste Schritt, den Hypnose wieder helfen kann, ist, dass man Möglichkeiten hat, das Psychovegetativum wieder herunter zu regulieren, also den Patienten erneut die Erfahrung zu vermitteln, dass es sicher ist, sich wieder zu entspannen und bestimmte Überwachungsaufgaben wiederum zu lassen. Das findet statt in der Stabilisierungsphase und wir wissen ja, also Entspannung, ja, Abschalten, Herunterkommen ist eine Domäne der Arbeit mit Hypnose. Wenn dann die Sicherheit gegeben ist, dann da kommt eigentlich dann das Besondere der Hypnose ins Spiel, denn wir können hypnotisch den Abstand regulieren, mit dem jemand auf ein belastendes Ereignis blickt. Weil wir wissen heute aus der Forschung, es bringt nichts, wenn man einen Patienten noch einmal in die traumatische Erfahrung hineinschickt, sie noch einmal durchleben lässt. Das kann schlimmstenfalls eine Retraumatisierung bewirken. Aber ich als Hypnotherapeut habe praktisch eine Kontrolle darüber, wie groß der Beobachtungsabstand ist, mit dem ein Patient noch mal auf die Belastungen blickt, und kann den Abstand so regulieren, dass die traumatische Erfahrung von damals integrierbar ist und in der Folge dann im Gedächtnis auch anders verarbeitet wird. Kannst du da mal ein Beispiel geben, wie diese Abstandregulierung, mit welchen Techniken das gemacht wird? Also eine bedeutende Technik ist die Bildschirmtechnik, dass man den Patienten also dazu anleitet, die Dinge wie auf einem Monitor zu sehen. Zum einen mit einer Fernbedienung, deren Kontrolle man erst einübt, um so Bild für Bild auch die Szene noch einmal anzuschauen. Das ist eine Möglichkeit, Abstand zu gewinnen. Eine andere ist, dass man den Patienten dazu einlädt, sich selbst und die Vorgänge dort auf dem Bildschirm so aus der dritten Person heraus zu beschreiben. Also er redet dann über sich, wie er macht dies, macht jenes. Die Hypnotherapie lässt sich ja sehr gut kombinieren mit anderen Therapieverfahren. Es sind Leute hier auf unserer Tagung, die kombinieren das mit Verhaltenstherapie, andere mit Familientherapie, wieder andere eher mit psychoanalytischen Konzepten. Was siehst du da für Trends und was gibt es für verschiedene Traumatechniken, die in Kombination mit anderen Therapieschulen kommen? Also ich persönlich arbeite sehr integrativ. Ja? Also das heißt, ich arbeite mit Ericksonischer, lösungsorientierter Psychotherapie, mit verhaltensorientierten Maßnahmen und auch mit tiefenpsychologischen Konzepten. Und denke, je nach Entwicklungsstufe, je nach emotionaler Reife eines Patienten kann man leichter Erfolg mit der einen oder mit dem anderen Zugang haben. Also ich bin sehr dafür, integrativ zu arbeiten und entdecke eigentlich auch immer mehr, wie die verschiedenen Schulen zusammenkommen und einfach dieselben Konzepte auch unterschiedlich
benannt werden. Ich vor ein paar Tagen hier mit einer Journalistin saß und wir dann darüber diskutiert haben bei den Flüchtlingen, wann ist Therapie notwendig und können wir die jetzt alle gleich in Therapie nehmen, weil die alle traumatisiert sind. Oder halten wir uns an die Forschungsergebnisse, die es aus New York gab vom 11. September, wo man dann festgestellt hat, man hatte gar nicht genügend Kapazität, alle zu behandeln, so wie jetzt auch. Mhm. Und die behandelt worden sind, habe ich es als hilfreich erlebt. Aber als man nachuntersucht hat, die man nicht behandelt hat, ging es im Schnitt besser. Und jetzt ist doch die Frage, ja, bitte nicht helfen, es ist doch so schon schwer genug. Wo kommen wir als Therapeuten ins Spiel? Ja, also ich denke, man muss ganz klar unterscheiden zwischen äußere Sicherheit und innere Sicherheit. Und solange eine hinreichende äußere Sicherheit nicht gegeben ist, denke ich, hat es nicht so viel Sinn, jetzt eine Traumatherapie zu machen. Ne? Weil es ja schon bekannt ist, solange Täterkontakt noch besteht, Kontakt zwischen Täter und Opfer, macht eine Therapie wenig Sinn. Erst muss die Sicherheit im Außen geschaffen werden, hinreichend zumindest, und dann kann die innere Arbeit beginnen. Wenn überhaupt. Ja. Und ich denke schon, man muss die Resilienz, also die Fähigkeit aus sich heraus Stabilisierungsmechanismen mit der Zeit wirken zu lassen, die darf man nicht unterschätzen. Also als grobe Richtlinie würde ich sagen, ich fange mit der Therapie dann an, wenn einmal die körperlichen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Ernährung, Wohnung, Unterkunft, Stabilität im Äußeren geschaffen sind, dann macht eben Therapie Sinn. Diese Direktmaßnahme machen manche ja auch intuitiv. Richtig. Watkins, der Begründer der Ego-State-Therapie, als guter Schwimmer ist irgendwo am Pazifik irgendwie rausgezogen worden und wäre fast ertrunken, hat er mal erzählt. Mhm. Und dann haben sich seine Freundin und seine Frau sind geschockt gewesen, dass er am nächsten Tag an derselben Stelle wieder ins Wasser ist. Und hat gesagt, entweder ich mache es gleich oder ich gehe nie mehr schwimmen. Also das ist auch eine, denke ich, ein ganz wesentlicher Aspekt zu erkennen und zu erfahren, wo eigentlich die Traumatisierung tatsächlich stattgefunden hat. Und dann auf sichere Weise zu arbeiten, indem das frühere Ich in der Zeit eben versorgt wird und gestärkt wird, sodass die Traumatisierung wirklich in der Vergangenheit abgelegt werden kann.